Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tipps und Tricks Video zum Spiel Farm Together 2. Heute dreht sich alles um das Halloween Event 2024. Das ist das erste Event, was überhaupt bei Farm Together 2 startet. Und wenn es so ist wie im ersten Teil, dann wird wohl das Event, so wie es jetzt ist, jedes Jahr wiederholt. Deswegen gibt es jetzt hier erstmal ein Anleitungsvideo. Und ja, wir fangen einfach direkt mal an. Als erstes möchte ich euch die Kürbisse vorstellen. Die gruseligen Kürbisse kosten 1000 Gold pro Feld. Ihr könnt sie in jeder Jahreszeit anpflanzen und es dauert 4 Stunden, bis man sie ernten kann. Oder wie immer nur die Hälfte der Zeit, also 2 Stunden, wenn ihr das Ganze dauerhaft bewässert. Ihr bekommt wie bei, ja, ich glaube, so ziemlich jeden Event Edelsteine raus, wenn ihr das Ganze erntet und in diesem Fall auch noch Gemüse. Wenn ihr auf Escape drückt, öffnet sich dieses Fenster hier. Und da könnt ihr dann schon hier unten sehen, aktuell ist es so, dass das Event noch 12 Tage läuft. Also es läuft seit gestern jetzt. Insgesamt waren es dann 13 Tage. Und ihr seht hier unten dann nochmal eine neue Anzeige. Und zwar heißt das so viel wie, dass ich 9 von insgesamt 25 Event-Tickets erhalten habe. Doch was heißt das Ganze jetzt? Hier unten seht ihr nochmal, dass ihr auf Event klicken könnt. Und hier gibt es dann eine neue Seite mit den Sachen, die ihr machen müsst. Und zwar werde ich jetzt nochmal eben einblenden, was ihr am ersten Tag machen musstet. Und das hier sind jetzt die Sachen, die wir jetzt am zweiten Tag machen müssen. Ich habe die Werte mal mit Tag 1 verglichen und die sind von oben bis unten genau gleich geblieben. Also gehe ich davon aus, dass man jeden Tag die gleichen Quests macht. Und zwar müsst ihr einmal auf eurer eigenen Farm 50 gruselige Kürbisse eingesammelt haben. Dann müsst ihr für die nächste, also dafür würdet ihr jetzt ein Event-Ticket erhalten. Dann müsst ihr für das nächste Event-Ticket einmal von den gruseligen Kürbissen 250 auf eurer eigenen Farm einsammeln. Wobei mittlerweile habe ich herausgefunden, dass das Ganze ein Bug war, so wie wir das im Let's Play hatten. Es ist nämlich heute etwas gefixt worden, dass man nicht den Fortschritt bekommt, wenn man auf anderen Farmen die ganzen Sachen erntet. Das heißt, als wir das im Let's Play mal getestet haben, am ersten Tag, war es nämlich so, dass ich beim Epi auf der Farm war und ich konnte nur für ihn einen Fortschritt erwirken. Für mich persönlich konnte ich aber nur den Fortschritt erwirken, der mit anderen Farmen zu tun hat. Dazu kommen wir gleich nochmal zu dem Punkt. Und das haben sie jetzt gefixt. Also es ist wieder nach dem alten System, dass man auf andere Farmen gehen kann und ja, streng genommen auf der anderen Farm dann auch die komplette Quest durcharbeiten kann. Das heißt, dass die größeren Farmen auch weiterhin wieder die kleineren Farmeninhaber unterstützen können. Dass ihr euch einfach nur eine große Farm suchen müsst, wo ihr hingeht, wo ihr dann die Quests für denjenigen und auch zusätzlich für euch macht. Und ja, die übliche Win-Win-Situation, die von Teil 1 schon da gewesen ist, gibt es dann auch in Teil 2 jetzt wieder. Also das ist gefixt worden. Alle, die es jetzt vielleicht schon getestet haben oder das Let's Play gesehen haben, das war kein endgültiger Zustand, sondern das war ein Bug, der am ersten Tag noch vorhanden war. Ja, dann hier jetzt die dritte Position noch. Sammle 100-mal gruselige Kürbisse auf anderen Farmen oder lasse andere Spieler bei dir sammeln. Das ist das, was ich meinte, weil da muss man zwangsläufig auf eine andere Farm draufgehen, 100 Kürbisse sammeln oder jemand anderen, also einen anderen Spieler bei sich auf der Farm haben, der dann für euch die 100 Kürbisse einsammelt. Hat den Vorteil, wie gesagt, nachdem der Bugfix jetzt draußen ist, dass ihr beide dann auch diese 100 gutgeschrieben bekommt. Dann für das vierte Ticket, wohlbemerkt am zweiten Tag, müsst ihr 500-mal gruselige Kürbisse sammeln auf anderen Farmen oder halt eben andere Spieler bei euch einladen, dass sie 500 bei euch sammeln. Das heißt, ihr müsst dann einfach insgesamt nur 500, sage ich mal, stehen haben. Ein anderer kommt zu euch oder 500 woanders sammeln, dann habt ihr diese beiden hier schon abgeschlossen.
Und für den letzten Punkt und somit auch für das letzte Ticket müsst ihr dann einmal ein Hexenkatzenporträt machen. Das zeige ich euch gleich nochmal kurz im Haus. Ist aber ganz einfach, natürlich ist es nur ein Porträt. Das gilt, wie gesagt, sowohl auch auf anderen Farmen wie auch auf eurer Farm. Und ja, ich habe es getestet. Ich habe eins bis zur zweiten Stufe bzw. bis zur dritten Stufe gemacht und habe es erst am nächsten Tag, also nachdem das zweite Mal das hier drin war, abgeholt. Und dann könnt ihr das, also kriegt ihr das hier sofort gut geschrieben. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch vorbereiten, wenn ihr Zeit dazu habt und müsst am nächsten Tag dann im Endeffekt nur noch das Ganze einmal abholen. Hier unten steht jetzt, wirkt zurückgesetzt in 22 Stunden. Da gab es auch so ein bisschen Verständigungsschwierigkeiten, als wir das im Let's Play alles so ein bisschen getestet hatten, weil die Zeit nicht so ganz stimmte und wir dann unterschiedliche Zeiten raus hatten und nach 4 Stunden stand immer noch 22 Stunden drin. Also ich nehme an, es war dann auch ein bisschen verbuggt. Fakt ist auf jeden Fall, dass jeden Tag gegen 19 Uhr das Ganze hier zurückgesetzt wird. Und nach 19 Uhr bzw. ab 19 Uhr bekommt ihr dann wieder 5 neue Quests, die ihr machen könnt. Das heißt, ihr solltet nach Möglichkeit immer den Rhythmus haben, entweder alles vor 19 Uhr fertig zu haben oder nach 19 Uhr zu machen, sodass ihr dann auf jeden Fall immer einmal pro Tag diese Quests hier machen könnt. Und hier unten stehen dann nochmal die Belohnungen drin. Ich hoffe, ich kann euch das Ganze nochmal im Erstzustand zeigen. Da gab es noch weitere Belohnungen, nämlich das gruselige Gesicht, was man hier oben sieht. Das war, glaube ich, die erste Belohnung für 3 von den Tickets. Und dann gab es noch eine Belohnung, die ich jetzt auch freigeschaltet habe. Dann gibt es noch einen Rucksack hier bei, man kann es nicht ganz sehen, bei 10 Tickets insgesamt. Bei 14 Tickets könnt ihr so eine, ich sag mal, Doppellampe bekommen für eure Straßen. Bei 18 Tickets erhaltet ihr hier so einen Grabstein. Den können wir uns gleich in der Stadt nochmal angucken, weil sowohl die Lampen wie auch die Grabsteine findet ihr auch in der Stadt. Und bei 20 Tickets erhaltet ihr dann, ich sag mal, den Rest zur Optik hier, so einen Skelettanzug, den ihr euch anziehen könnt. Bei 22 Tickets erhaltet ihr eine Beleuchtung. Habe ich jetzt noch nicht freigeschaltet, aber ich gehe davon aus, dass das fürs Haus ist wie so eine Lampe. Und bei 25 Tickets, wir wissen es noch nicht so genau. Vieh heißt, soweit ich weiß, eigentlich Steuer. Das hat der Epi mir auch nochmal bestätigt. Aber was das jetzt genau ist und was das mit diesem Symbol zu tun hat, ich habe keine Ahnung. Wir müssen es dann nochmal angucken, wenn wir die 25 Tickets haben. Ja, und hier sieht man auch nochmal, die zweite Belohnung ist dann gewesen, die habe ich ja schon abgeholt, dass man so eine Lampe bekommt, die man sich hinstellen kann. Und wie versprochen bin ich mit euch nochmal im Haus. Das hier ist das Bild, was ihr malen müsst. Ich kann jetzt im Moment nicht draufklicken, weil noch 5 Sekunden laufen. Ich möchte auch nicht draufklicken, weil es für den nächsten Tag schon vorbereitet worden ist. Aber es ist halt wie sonst auch immer mit den Porträts. Ihr klickt drauf, wählt das Bild aus. Das sollte bei euch dann auch an erster Stelle stehen, weil es ein Event-Teil ist. Und das müsst ihr 3-mal insgesamt machen. Und dann erhaltet ihr dieses wunderschöne Bild hier. Ja, und ich habe ja schon gesagt, dass wir auch in der Stadt die Deko so ein bisschen anschauen können. Also die ist sehr schön dekoriert worden, wie ich finde. Man hat sich zumindest ein bisschen Mühe gegeben. Hier der Brunnen ist noch umgestaltet worden. Und ich gehe davon aus, die Grabsteine, die wir bekommen, das sind diese hier, die wir freischalten können. Die können wir dann entsprechend auf unsere Farm draufstellen. Und hier diese Laternen, entweder in einfacher Form oder halt in doppelter Form für die Straßen, die können wir dann auch freischalten. Ja, das war es dann auch schon mit dem heutigen Tipps und Tricks Video. Ihr habt noch 12 Tage Zeit, um das Event selber zu machen. Kleiner Tipp, wenn ihr jetzt keine Freunde habt, die mit euch das Spiel spielen oder keinen in der Freundesliste, sage ich mal, wo ihr vielleicht mal auf die Farm raufhüpfen könnt auf die Schnelle, dann geht einfach über die Suche. Sucht euch eine Farm aus, wo jetzt gerade nicht so viel los ist. Am besten immer die großen Farmen, weil meiner Erfahrung nach haben die normalerweise die Kürbisse draufstehen. Also ich habe sie auf jeden Fall auch immer draufstehen. Wenn ich merke, dass sie weg sind, pflanze ich wieder neue. Und da können dann in der Regel, wenn alle Kürbisse drauf sind, 2 Leute auf jeden Fall die Kürbisse
von abholen. Und ja, da gibt es dann halt auch in der Regel keine Probleme. Die werden dann einfach wieder neu draufgesetzt und gut ist. Solltet ihr mich schon in der Freundesliste haben, dann schaut einfach mal vorbei, wenn ihr da irgendwo noch Kürbisse von anderen Leuten braucht. Oder ihr könnt mich auch gerne kurz anschreiben. Sollte ich nicht online sein, dann ja, können wir auch gerne eben eine Zeit ausmachen. Dann huscht ihr mal eben rüber, holt euch die, ich glaube, es waren 500 Kürbisse oder sowas. Und ja, dann habt ihr auf jeden Fall die Sache auch schon mal erledigt. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Event findet. Habt ihr es schon gemacht? Habt ihr es noch nicht gemacht? Hattet ihr es noch gar nicht auf dem Schirm? Dann würde ich sagen, ran an die Kürbisse und holt euch die Belohnungen. Und ja, ich habe es jetzt gar nicht mehr so im Kopf von Teil 1, ob jetzt noch nach Halloween irgendwas kommt, aber spätestens Weihnachten bzw. Weihnachten Neujahr, ich weiß nicht mehr, ob das ein Fest zusammen war, wird dann ja noch mal ein neues Event kommen und da werde ich auf jeden Fall auch wieder sehr gespannt sein, ob dann wieder irgendwelche Süßigkeiten, wie heißen diese Dinger, die so aussehen wie Stöcke, ja Süßigkeiten, Stangen, glaube ich, heißen die nur, ob man die wieder anpflanzen muss, ob es was anderes sein wird, wie wir aussehen, ob wir vielleicht mal ein schickes Kostüm kriegen, so als Weihnachtsfrau bzw. Weihnachtsmann. Und da bin ich echt gespannt, wie das jetzt in Teil 2 sein wird. Aber ich denke mal, so von der Art her, wie die zukünftigen Events sein werden, ich gehe mal davon aus, das wird dann so aufgebaut werden, wie es auch bei diesem Event gemacht worden ist. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!